Weithaus in der Oberpfalz im Juggerfieber. Mannschaften aus der ganzen Welt spielen um die offene deutsche Meisterschaft. Teams aus Deutschland, Irland, Australien, Rumänien und Spanien sind am Start. Jugger. Irgendwie eine Mischung aus modernem Gladiatorenkampf und Rugby. Es ist einfach ein super fairer, super lustiger Sport, der total viel Spaß macht und einem richtig schönen Kick gibt. Verrückte Leute, trinken, Party, Sport, man bleibt fit, super Sache. Ich kann überall in der Welt spielen und werde mit offenen Armen empfangen. Ski, Golf, Fußball, Jugger ist am besten. Ich bin seit 5 Jahren dabei. Und um ihn hier geht's, den Jug, den Spielball. Ihn gilt es zu kriegen und im gegnerischen Mal, also Tor, abzulegen. 5 Spieler pro Mannschaft treten gegeneinander an, 1 Läufer pro Team. Nur er darf den Jug berühren. Die übrigen Spieler treten in Duellen gegeneinander an. Wer vom Gegner getroffen wird, muss kurz aussetzen. Die Spielstangen heißen Pompen, sind selbst gebaut und sollen den Gegenspieler ausbremsen. Pompfen heißt, ich versuche meinen Gegner mit diesen Spielgeräten, nennen sich Pompfen, alle gut gepolstert, meinen Gegner anzutippen. Also nicht mit roher Gewalt, einfach nur Schnelligkeit. Sobald ich meinen Gegner einmal angetippt habe im Spiel, muss er sich hinknien und ist erstmal aus dem Spiel raus und ich kann weiter agieren. Gestoppt wird der Gegner auch per Ball an der Kette, eine Art mittelalterlicher Morgenstern. Gelegentliche Verletzungen kommen aber meist nicht von den Spielgeräten. Er ist auf mich zugerannt, ich habe auch nicht ein bisschen abgebremst. Ich bin runter, Arsch hoch und mit dem Knie halt an den Kopf und dann wie im Fußball auch halt. Jetzt nach Hause dann? Nee, auf gar keinen Fall. Etwas gewöhnungsbedürftig, alle 1,7 Sekunden ertönt ein digitaler Paukenschlag den ganzen Tag über. Er dient als zeitliche Orientierung für die Spieler. Nach 200 Schlägen ist ein einzelnes Match beendet. Pink Payne aus Darmstadt zum Beispiel kämpfen gegen den Titelverteidiger Veracos aus Spanien. Und die führen schon wieder. Sie drücken uns ihre Spieltaktik auf. Wir kommen nicht dazu, unser eigenes Spiel durchzusetzen. Und, ein bisschen ärgerlich. Danke, ich muss weiter. Ein Spiel voller Adrenalin, schnell und körperbetont. Die Juggermeisterschaft in Weithaus, auch für die Einheimischen ein Hingucker. Ich habe früher Fußball gespielt und das ist praktisch nicht so schlimm, so einmal wie das da. Für mich ist es ganz neu, ich habe das auch noch nie gesehen. Viele junge Leute. Ja, macht Spaß. Weithaus entwickelt sich so langsam zum Jugger-Mekka in Deutschland. Das Turnier findet hier bereits zum 2. und bestimmt nicht letzten Mal statt. Ein wenig wild und verrückt sind die Spieler schon, aber genau das macht eben auch den Charme von Jugger aus.